grüße euch, liebe Grillfreunde. Freut mich, dass ihr wieder zuschaut. Die Kohlen glühen schon. Heute wird gesmoked. Das Ganze low and slow, denn es gibt Spareribs. Die Spareribs, die werden gerubbt mit dem weltbesten Sparerib Rub, dem Mitch's Finest Hot Rub, eine schöne Schärfe und eine rauchige Note drin. Zuallererst müssen wir aber auf der Rückseite die Silberhaut wegziehen. Dafür nehmen wir uns einfach eine Küchenrolle, suchen uns in Ecken, lösen die und können dann in einem runterziehen. Ein Rub ist eine Trockengewürzmischung und die geht meist drauf. Von beiden Seiten. Ganz schön einmassieren. Haben wir wieder den Minion Ring gelegt. Suche die Kohlen, gib mal am Anfang. Hier haben wir diesmal Apfelchips, die haben wir eingeweicht eine halbe Stunde vorher. Die geben wir jetzt auf die glühenden Kohlen. Setzen die Diffuserplatte ein. Spaß im Hitzeschild. Darauf kommt die Topfschale. Die befüllen wir mit Wasser. Da haben wir immer eine schöne feuchte Hitze im Grill. Und die Spareribs trocknen nicht aus. Setzen den Rohstein. Spareribs-Halter. Und die Ribs. Deckel schließen. Kurz vor Ende der Garzeit glasieren wir dann die Spareribs noch mit einer selbstgemachten Barbecue-Soße. Ja, ganz klassisch. Dafür nehmen wir einen Topf mit Butter, dünsten darin Zwiebel, Ingwer und Knoblauch an, karamellisieren braunen Zucker, ein bisschen Chiliflocken rein, löschen es ab mit einem Saft eurer Wahl, lassen es auf die Hälfte einreduzieren, mixen, am Schluss ein bisschen Senf, Tomatenmark und Ketchup dazu, umrühren, abschmecken mit Salz und Pfeffer, fertig. Das Ganze schön dünsten, mit dem Zucker karamellisieren. Und dann löschen wir es mit Apfelsaft ab. Ich selber bevorzuge eine fruchtige, süße Barbecue-Soße, deshalb auch der Apfelsaft. Aber ansonsten kann da rein, was ihr selber wollt. Whisky, Bier, Kirschmarmelade mit Kirschsaft. Euer Geschmack zählt. Das Ganze ist auf die Hälfte einreduziert, ist leicht sirupartig. Und jetzt kommt der Senf hinzu. Bisschen Tomatenmark. Und der Ketchup. Das Ganze gut verrühren. Durchmixen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Grill haben wir eingeregelt auf 100 Grad. Und jetzt besprühe ich immer im 3/4-Stunden-Takt die Spareribs mit Apfelsaft. Wenn ihr keinen Sprüher habt, reicht ein ganz normaler Pinsel, könnt ihr immer schön pinseln. Jetzt haben wir Halbzeit, drehen wir die ganzen Ribs noch um. Die sehen jetzt schon richtig gut aus. Vorfreude steigt. Und immer wichtig, dass ihr auch nach dem Wasserstand von der Wasserschale schaut. Nach knapp 3 Stunden ist das der Kohleverbrauch. Angezündet haben wir mit 14 Briketts und im Ring lagen 18 Stück. Weiter geht's. Nach 5 Stunden 30 immer noch feste 100 Grad. Jetzt nehmen wir sie runter und glasieren sie mit der Barbecue-Soße.
unsere Barbecue-Soße. Der Timer drauf. Sechs Stunden sind rum. Gleich mal anschneiden. Und probieren. Leute, viel Spaß beim Nachgrillen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Mitch.